fast again, because I've... Good. So, wir haben Mittwoch. Nee, Donnerstag. Oder wie? Donnerstag. Heute ist Halloween. Der 31. Oktober. Und die lernen schon wieder fleißig. Die hat irgendeine Cousine zum Arzt gebracht heute Morgen und hat hier die Candies vorbereitet für die Kids. Also bei uns gibt es nur die guten Sachen. Kein Crap. Die hat sich heute Nacht mehrfach erschrocken, weil der Typ hier steht. Und der Ryan, mit dem habe ich gerade gesprochen. Morgen früh sollte es ja eigentlich aufs Meer gehen, endlich angeln. Aber es ist schon wieder verschoben. Auf Samstag. Also ich bin mir sehr gespannt, ob das wirklich irgendwann stattfindet. Also der Plan ist jetzt, dass irgendein Typ das Boot mit einem auf dem Trailer zum Half Moon Bay fährt. Freitagnacht. Und Samstag ist die Crab Season. Die Krabbensaison. Opening. Das heißt, er schmeißt Freitagnacht 10 Krabbenpötte ins Meer. Und dann Logan, Jänich und Ryan fahren dann Samstagmorgen raus, sammeln die Pötte ein, mit hoffentlich voller Krabben und gehen dann zu den Inseln und fangen Halibut und alles mögliche, was man da fangen kann. Also ich bin mal gespannt. So, heute ist der allerletzte Tag, wo man am Abfluss angeln gehen kann, aber ich habe vor, nicht angeln zu gehen. Erstaunlicherweise. Der Kollege, der direkt am Fluss wohnt, der hat schon ein paar Lachse ziehen sehen. Das heißt, man könnte fast Lachse fangen. Aber heute wird nicht geangelt. Und morgen auch nicht. So, ja, von hier drin sieht es ja einigermaßen schön Wetter aus. Und in der Sonne ist es auch ziemlich angenehm. Ja, ich schneide seit Stunden Videos zusammen, denn ich bin über eine Woche hinten. Die Lehrerin hat hier den Eingangsbereich so hergerichtet, dass die kleinen Kinder was zu gucken haben, wenn sie hier die Tür aufmachen. Das sieht natürlich, wenn es dunkel wird, ein bisschen erschreckender aus. Draußen soll auch was sein. Mein Gott, also die hat hier nicht nur alles sauber gemacht. Ah ja, hier das Schild. Die Kürbisse hat sie hergerichtet. Also, wenn hier keiner vorbeikommt, dann machen wir das nie wieder. Und die Lena hat sogar angefangen, obwohl ich eigentlich der selbsternannte Carving King oder Schnitzerkönig bin, mit noch dem Kürbisschnitzen um bereits 20 vor 4. Und Abendessen hat es auch schon vorbereitet. Ein riesiges Stück Fleisch, was hier langsam in, wie ich rieche, Barbecue-Soße vor sich her köchelt. So. It's actually not barbecue sauce, it's my Mutter seasoning. Gewürzmischung. Gewürz, ja, yeah, Gewürz und meine Tante. It's the, also es riecht ein bisschen, yeah, nach Barbecue, aber es soll eine spezielle Homemade Gewürzmischung sein von Smokehouse von Mutter und Tante. So, zwischen 4 und 8 kommen die Kinder hier vorbei, man weiß es nie so genau. Und alles ist vorbereitet. Der Sean, ein ehemaliger Kollege, Freund, wie auch immer, von mir, der hat auch zwei Kinder. Der hat sich eventuell auch angekündigt. Der hat zumindest nachgefragt, ob wir hier Trick or Treat machen. Und da bin ich mal gespannt, ob hier überhaupt irgendjemand vorbeikommt. Denn von unten sieht man das schlecht. Need to put some signs somewhere down. Mm-hmm. Ja. Also die Lehrer hat überall Schilder aufgehängt, also die sollten den Weg hierher finden können, wenn sie wollen. Und es gibt bei uns ja auch nur die besten Süßigkeiten, nicht in irgendwelches Gummikram, sondern nur die guten M&Ms und Snickers und so weiter. So, da bin ich mal gespannt, ob irgendjemand vorbeikommt. Ich muss mal ein, zwei Videos zusammenschneiden. Ansonsten hatte ich heute nicht viel vor. Ich wollte eventuell mein Auto herrichten, säubern, Angelsachen sortieren, aber da wir jetzt morgen nicht angeln gehen, sondern auf dem Meer, sondern am Samstag, habe ich morgen den ganzen Tag dafür Zeit. Oh, ich bin mal gespannt, ob hier irgendjemand vorbeikommt. Oder nicht. Ich glaube, die Lien rastet völlig aus. Wir haben bereits 4:30. Die ist immer noch nicht fertig mit dem Kürbis.
Die hat überall. Hat überall noch weitere Schilder aufgehängt, weil immer noch kein Kind hier vorbeigekommen ist. Und es wird wahrscheinlich auch keins vorbeikommen. Und ich hoffe mittlerweile, es kommt keines vorbei. Denn mehr Süßigkeiten für mich. Nee, also sollten mindestens ein paar Kinder kommen. Ansonsten wäre wirklich, also die ganzen Vorbereitungen, die dir getroffen hat. Oh Mann, alles ist voll im Halloween-Dress hier. Und morgen ist alles vorbei. Beziehungsweise nachher bereits. I don't get it. Why? Warum? Look at the cool display, honey. Yeah, I got this already. Aber für wen? Das ist so geil. Liane ist super happy, denn die ersten Kinder stehen vor der Tür. Mit ihren Eltern natürlich. Ja, Liane ist super happy. Für sie hat sich jetzt schon alles komplett gelohnt. Happy life, happy wife. No, other way around. You look so silly. You look sillier. Oh my God, Liane is so happy. Und die hat noch nicht mal ihren Kürbis beendet. I'm working on it. I have to set down my knife, but it looks super scary to take a knife to the Oh finish. Mann, oh Mann. Ja, die Lena hat es ein bisschen verpeilt, die Kamera anzuschalten, bevor die Kinder hier an der Tür standen. Denn diese blöde komische Kamera, Hero 4, das ist halt ein bisschen älteres Modell, die 8 kommt ja jetzt raus. Die braucht immer noch 4-5 Sekunden bis zur Videoaufnahme, von dem Zeitpunkt, wo man halt den Switch drückt. Ich weiß nicht, wie das bei den moderneren GoPro-Videokameras ist, ob man da auch immer noch 4-5 Sekunden lang warten muss, bis die endlich dann aufnimmt. Die werden schnitzt immer noch. Draußen mittlerweile 19 Grad. Wird also langsam frisch bei mittlerweile 5:35 Uhr. How many kids were here? Four, just four. Not so many. Vier Kinder waren nur hier. Eventuell kommen noch welche. Manche kamen letztes Mal noch bei Dunkelheit. Man weiß halt nie. Von daher alles noch aufgebaut. Und die älteren Kinder kommen eventuell ein bisschen später, ohne ihren Eltern. Die jüngeren, die kommen halt mit ihren Eltern. Ja, gerade habe ich, ich bin immer noch am Videos zusammenschneiden den ganzen Tag. Das dauert Ewigkeiten, weil das Programm mich auch ein bisschen wahnsinnig macht zwischendurch. Habe ich gerade das Video gesehen von den Donuts, die die Lian mal abends besorgt hat. Und jetzt habe ich tierischen Hunger auf Donuts. Aber ich habe auch den ganzen Tag nichts gegessen und die Bude riecht halt nach dem Fleisch, was hier vor sich hin köchelt. Also das macht es alles nicht besser. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Das kann natürlich auch am Hunger liegen. Ja. Oder an der Kälte oder ich werde krank endlich. Hat sie Lian endlich geschafft, mich anzustecken. Nach einem Monat. Wer weiß. Also die Lian hat es nicht geschafft, mit dem Kürbis fertig zu werden. Aber jetzt geschafft, nochmal Reis zu kochen. Und Karotten. Einen kompletten Apfelkuchen hat sie gemacht. Und das Fleisch natürlich. Das sieht gut aus. Und gleich kriegen wir noch Gäste. Oder der Sean kommt vorbei. Ha, den können wir vielleicht ein bisschen Apfelkuchen andrehen. Ja, der Sean war gerade hier. Mit seiner Frau und den beiden Kids. Mittlerweile 20 nach 8. Unterbrochen wurden wir beim Abendessen, aber es macht nichts. Die beiden Kids waren happy über gute Snacks, die sie bekommen haben und natürlich auch begeistert von Jens Willkommenskomitee hier am Eingang. Ja, aber jetzt ist Halloween wirklich offiziell vorbei. Even if die Liane immer noch nicht vorbei, fertig ist mit ihrem Pumpkin, der schon langsam anfängt zu trocknen.
Aber die Schnitzerei ist noch nicht fertig. Apfelkuchen. Zeit. Ja, ich probiere meinen Apfelkuchen, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel Hunger habe, aber muss natürlich sein. Komisch. So, ich bin ja kein großer Apfelkuchen-Fan. Besonders nicht, wenn der ganze Kuchen mehr oder weniger aus Äpfeln besteht. Aber sieht ja schon irgendwo gut aus. Das Licht gibt es nicht so her, aber ich glaube, dieser Streusel und alles ist ganz gut geworden. Aber insgesamt, ich glaube, ein bisschen zu viel Frucht. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Halloween ist seit genau einer Minute vorbei. Und die Liane sitzt immer noch am Kürbis. So, es war ja Halloween, deswegen musste ich mir natürlich heute auch einen Horrorfilm angucken. So, wir haben bereits kurz nach eins und hier ist schon alles dunkel. Ich weiß auch nicht warum, aber jetzt weiß ich warum. Denn die Liane ist fertig mit dem... mit ihrem Carving. Leider sieht man das nicht so deutlich hier durch die Kamera. Deswegen mache ich das Licht nochmal an. Mal gucken, ob man es besser sehen kann. Ja, wenn du all the lights off, ist es much better. Also ich weiß nicht, der Kamera... I don't know if the camera shows it though. Kann man das wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber ich sag's schon mal, es ist ein Striper an der Angelrute. Das ist, was die Lehen hier in den letzten 2, 3, 4, 5, 6 Stunden. Ja, man sieht es halt wirklich nicht so gut. Aber im Dunkeln kann man es auf jeden Fall erkennen, nur nicht durch die Kamera. Das ist natürlich schade. So, jetzt müssen wir noch ein paar Fotos machen, denn das war eine Menge Arbeit und es sieht ziemlich geil aus. What do you think? I like it, but it looks way better in the dark and the white. It looks of course, like but not through this camera. Yeah. Also der Kürbis sieht echt geil aus. Ich blende nochmal 2, 3 Fotos ein, für die, die es noch nicht gesehen haben. Denn, sieht geil aus.